Aus der Krone brechen, wenn du mir beim Tragen helfen würdest. Siehst du diese Hände? Sie sind mein Brot. Die geschmeidigen Domestiken eines Genies. Die sinnlichen Mätressen des Flügels. Aber deiner unsensiblen Äußerung entnehme ich, dass es dir völlig gleichgültig ist, wenn sie sich in die schwieligen Pranken eines Gepäckträgers verwandeln. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Ich nehme deine Entschuldigung an. Du könntest mir ruhig auch einen anbieten. Wieso? Du trinkst doch sonst nicht, hm? Aber jetzt könnte ich einen vertragen. Dann nimm dir einen. Schließlich bist du ja volljährig. Und das schon ziemlich lange. Also gut, möchtest du einen Gin? Jetzt nicht mehr. Geht's, Schatz? Na also, wusste ich's doch. Versteht einer die Frauen? Ah! Billigster Fuß. Keinen Geschmack, dieser Emporkömmling. Hast du den Schlüssel wieder unter die Fußmatte gelegt? Wozu? Wir sind doch da. Und wenn Herr Thomas kommt? Na, da wird sich unterstehen, seinem Dirigenten die verdiente Inspirationswoche zu vermiesen. Schließlich ist es sein Ferienhäuschen. Und ich finde es durchaus reizend, von ihm es uns zur Verfügung zu stellen. Reizend? Dafür, unter der Leitung von Maestro Bernard Nudel spielen zu dürfen, hätte mir dieser drittklassige Straßenmusiker diese baufällige Beleidigung moderner Architektur schenken müssen. Du heißt aber nicht Bernard Nudel. Sondern Bernhard Nudel. Pulsierte in dir auch nur ein Hauch von Musikalität, dann würdest du fühlen, dass nur die französische Aussprache der verborgenen Melodie dieses Namens gerecht werden kann. Ich dachte, die Sprache der Musik wäre italienisch. Und da heißt du Bernardo Spaghetti. Banause! Wie du meinst. Jedenfalls halte ich Herrn Thomas für einen hervorragenden Geiger. Wenn du dem Begriff hervorragend gerecht werden willst, betrachte mich und verwende ihn bitte nicht mehr für diesen albernen Seitenkratzer. Dieser alberne Seitenkratzer spielt in deinem Orchester immerhin die erste Geige. Außerdem finde ich ihn sehr nett. Nett? Nett? Wäre er gut, bräuchte er nicht nett zu sein. So hat er sich durch seine Nettigkeit seine Position nur erschleimt. Sieh mich an, bin ich etwa nett?
Weiß Gott nicht. Na also, kein Mensch findet mich nett und trotzdem bin ich Dirigent. Ergo, wer genial ist, braucht nicht nett zu sein. Als ich dich kennengelernt habe, warst du ein unbekannter, arbeitsloser Musiker. Und sehr nett. Das war keine Nettigkeit, sondern gesunder Selbsterhaltungstrieb und Raffinesse. Ach, hör doch auf. Ich hoffe, Herr Thomas weiß, dass wir diese Woche hier sind. Du hast es ihm doch gesagt? Nun, ich glaube. Du glaubst? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe wichtigere Dinge im Kopf. Du hast es ihm also nicht gesagt. Na, das kann ja heiter werden. Ach, was? Er hat mir angeboten, dieses zugige Gemäuer zu benutzen, wann ich will. Hier. Sieh her. Herzlich willkommen. Bist du jetzt überzeugt? Bist du sicher, dass es uns gilt? Na, wen denn sonst? Wir haben Orchesterferien. Er hat sich wohl gedacht, dass wir wieder mal unser geschmackloses Gästezimmer belegen. Also, ich finde das Zimmer niedlich. Niedlich? Mhm. Was ist denn darin niedlich? Sieht doch aus wie ein Knast. Kein eigenes Bad, dafür steht ein WC in der Ecke. Du hast doch an allem etwas auszusetzen. Nicht, wenn jemand guten Geschmack hat. Ah! Was ist? Hier. Statt Champagner kredenzt uns dieser Kretar irgendein billiges Sprudelwasser. Kein Mensch zwingt dich, davon zu trinken. Damit er ihn uns das nächste Mal wieder hinstellen kann? Nein, nein, nein. Ich werde diesem Geizhals einen Strich durch die Rechnung machen und diese Gaumenfolter trotzdem hinunterwürgen. Mit einem... So siehst du nun in meinen schönsten Träumen aus. Und dann... Meine kleine Bassgeige, lass mich eine Etüde der Liebe auf dir zupfen. Ja, schönen guten Tag, ja, hallo. Bin ich da bei Klempnerei Sack? Ah ja, Frau Sack, schönen guten Tag, ja. Ich habe die Annonce Ihres Mannes in der Zeitung gelesen und wollte ihn bitten, einmal vorbeizuschauen. Na, nichts Eiliges, nein, nein, das ist nur der Wasserhahn, der Küche tropft, ja. Ja, na, nächste Woche genügt voll auf, na klar, ja. Hellgasse 7, so wie dunkel. Ja, ja. Alles klar, ja, danke schön, dann bis nächste Woche, ja, tschüss, tschüss, ja, ja tschüss, ich hab ja. Okay, ganz ruhig, Tim, ganz ruhig, Tim. Dreh jetzt nicht durch, du bist nur ein bisschen nervös. Alles gut, es gibt bestimmt für alles eine ganz einfache und sinnvolle Erklärung. Und sei es nur, dass ich langsam aber sicher verrückt werde. Ja. Hallo? Ist da jemand? Ja. André? Tim. Was ist denn nur los mit dir? Oder glaubst du etwa, dass eine Puppe zu dir spricht? Ja. Du kannst reden? Ja. Oh Gott, bist du ein Geist? Ja. Oh nein, bitte, eure Vergeistigkeit, bitte zertretet mich nicht. Ich bin wahrscheinlich nur ein Wurm unter euren Füßen, aber es tut mir leid. Ich tue auch alles, was ihr von mir verlangt. Ich bitte. Schon gut, ganz so schlecht ist der Sekt nun auch wieder nicht. Aber natürlich wäre ein Champagner, ein 83er Dom Perignon adäquat. Natürlich. Übrigens können Sie ruhig wieder auf. Oh, danke. Sie sind... Ja, ich... Maestro! Oh, Gott sei Dank. Oh, ich dachte schon, die Puppe hätte mit mir gesprochen. Ah. Und was hat sie denn so gesagt, die Puppe? Na, eigentlich nichts. Also, das heißt, ich habe sie verwechselt. Verwechselt? Ja. Ja, mit wem? Mit einem Geist.
Sagen Sie, passiert Ihnen das eigentlich öfter? Was? Na, dass Ihr Spielzeug mit Ihnen redet. Was? Ach so, nein, das ist... Hey, mein lieber Tim, Sie sind ja völlig überarbeitet. Ja. Sie sollten mal ein bisschen ausspannen. Apropos ausspannen, wie Ihrem Scharfsinn ja wohl nicht entgangen sein dürfte, habe ich beschlossen, Ihr Landhäuschen eine Woche mit meiner Gegenwart zu beehren, um meine neueste Komposition zu vollenden. Ach, Sie sind alleine hier? Ja. Das heißt fast alleine, Karin. Ich meine, Frau Bach leistet mir ein wenig Gesellschaft. Ich verstehe. Bernhard, wo bleibst du denn so lange? Oh Gott, Herr Thomas, Sie sind hier! Ja! Wie kommt es nur, dass ich nicht überrascht bin? Guten Tag, Frau Bach. Oh Gott, ich... Hey, komm, wir stören Sie nicht. Doch, nein, natürlich. Ich verstehe. Bernhard hat es mal wieder verabsäumt, mit Ihnen über unseren Besuch zu sprechen. Nein, das ist nur... Das macht ja nichts, Sie sind ja da. Wir reden gleich nochmals darüber. Wir würden uns nur gerne ein bisschen frisch machen und uns etwas Passenderes anziehen. Natürlich. Oh. Bin gleich wieder da. Sie können ja in der Zwischenzeit ein wenig sich mit Ihrer Puppe unterhalten. Oh. Alles nur deine Schuld, André. Ja, gefällt dir das? Gefällt dir das? Ja, nur wegen dir. Nimm das, du. Ich mach dich fertig. Komm, ha? Gefällt dir das? Ja, da, nimm das, du. Sind Sie in Ordnung? Bitte? Natürlich. Sind Sie sicher? Ja, na klar. Wieso? Naja, ich dachte, Sie schlagen die Puppe. Puppe? Mhm. Ach so, die Puppe. Nein, ich hab die Puppe doch nicht geschlagen. Nein, das ist nur, wissen Sie, ich... Übe. Sie üben? Ja, das ist eine Technik zur Verbesserung der Grifftechnik beim Geigespielen. Das ist ein alter Trick von einem Kung-Fu-Mönch aus China. Oh, ja. Oh, aha. Ja, jeder hat so seine kleinen Methoden. Ja. Ist klar. Ja. Du Idiot. Du Miststück. Das ist alles nur deine Schuld. Ich hab ganz alles vergessen. Das ist der Rhythmus. So trainiere ich den Rhythmus. Verstehen Sie den Takt? Nein? Verstehen Sie nicht? Nein. Das ist ja nicht so schlimm. Handtücher. Ja. Ja, Handtücher. Und zwar im Badezimmer, zweite Tür rechts und der kleine Schrank oder den Waschbecken einfach... Ich mach dich sowas. Na, warte. Wir rechnen später ab. So. Alles in Ordnung? Das wollte ich eigentlich gerade Sie fragen. Was, mich? Ja, ich hatte vorhin den Eindruck, Sie wüssten den Besuch Ihres Maestro nicht unbedingt zu würdigen. Was? Nein, Maestro, nein. Das ist nur so, wissen Sie, Sie können heute unmöglich hierbleiben. Ja, das ist mir entsetzlich peinlich, aber heute geht es leider nicht. Wäre es möglich, den Grund für dieses obskure Verhalten zu erfahren? Nun, wissen Sie, es ist so, ich erwarte noch wichtigen Besuch. Aber, mein lieber Tim, der kann wichtiger sein als ich, meist. Ja, natürlich, ich meine, so habe ich es doch auch gar nicht gemeint. Das ist nur so, verstehen Sie, ich erwarte eine Dame. Aha. Wenn ich Sie also recht verstehe, sollen wir weichen, damit Sie Ihrer niederen Triebhaftigkeit mit einer zweifelhaften Dame frönen können? Ein wahrlich großer Grund für einen Rausch. Meister, nein, Sie verstehen nicht. Doch, ich verstehe gut, nur zu gut. Wenn Sie nur etwas Stil hätten, dann würden Sie Ihre lasterhaften Sittlichkeiten in einem diskreten Hotelzimmer erleben. Aber Maestro, jetzt lassen Sie mich doch erklären. Nein, ich brauche keine Erklärung. Ihre abscheulichen sexuellen Fantasien interessieren mich. Sie Puppenschänder. Ja, was? Ich will Sie doch heiraten! Puppe? Nein, die Dame, die heute Abend kommt. Ich dachte, Sie hätten keine Freundin. Habe ich auch nicht. Aber wissen Sie, ich habe das Alleinsein satt. Hier, deswegen... Da habe ich auf diese Heiratsannonce geantwortet. Ich erwarte die Dame heute Abend um 7 zum gegenseitigen Kennenlernen. Aber lieber
Na Tim, ganz so hässlich sind Sie ja nun auch wieder nicht. Konnten Sie sich denn nicht auf konventionellere Art ein Mädchen suchen? Das ist doch mein Problem. In Gegenwart von Frauen, da bin ich immer so nervös. Und dann bekomme ich Schweißausbrüche, mir passieren die blödesten Missgeschicke und das... Es ist, als wenn sich mein Verstand ausschalten würde. Wollen Sie damit andeuten? Danke. Sie haben noch nie mit einer Frau geklimpert? Nein. Das ist ja ausgezeichnet. Das finden Sie? Ja, heute ist der Glückstag, mein lieber Tim. Was, wirklich? Ja, ich werde Sie von meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz profitieren lassen. Aber ich werde dafür Sorge tragen, dass Ihr Blind Date ein Erfolg für Sie wird. Aber das... Keine Widerreden. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass meinem begabtesten Violinisten die unvergleichlichen Freuden der Ehe verwehrt bleiben. Das ist nett, aber meinen Sie nicht, dass es besser wäre, wenn ich das alleine mache? Damit Sie mit Ihrer Tollpatschigkeit wieder alles vermasseln? Nein, 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 nein. Man muss gewitzt sein, damit die Frauen gleich von Anfang an gewohnt sind, ganz hinten im Chor zu singen. Es ist wie ein Stierkampf. Der Mann gleicht dem Torero. Die Frau dem Stier. Wenn der schnaubende Koloss ein paar Mal ins Leere gelaufen ist, dann sticht man unbarmherzig zu und zwingt ihn zu Boden. Finden Sie es nicht ein bisschen übertrieben? Gegenteil, ich weiß, wovon ich spreche. Man nennt mich schließlich nicht umsonst den Torero El Nudelo. El Nudelo? Sie. Ich meine, jawohl. Herr, und nun machen Sie sich bereit für die Arena. Was? Schnappen Sie Ihren Glitzeranzug und den Degen. Die Arena wartet bereits auf El Tomato. El Tomato? Ja, kommt noch jemand. Aber nein, das sind Sie, Tim Thomas. El Tomato, comprende? Ach, ja, so. Ja, Sie, verstehe. El Tomato. Nein, aber los. Alles klar. Oh, frischer Teppichboden. Ja. Was? Wo ist denn Herr Thomas? Da drin. Übrigens, wegen heute Abend ist auch alles klar. Heute Abend? Ach, das weißt du ja noch gar nicht. Stell dir vor, er wollte uns unbedingt aus dem Haus haben, weil er auf eine Heiratsannonce geantwortet hat und die Dame heute Abend um 7 Uhr hier erwartet. Das ist nicht dein Ernst. Na und ob? Ich habe ihm angeboten, hilfreich zur Seite zu stehen, damit dieser unbedarfte Teufel nicht alles ruiniert. Er meint nämlich, sein Verstand schaltet ab, wenn er mit einem Mädchen zusammen ist. Ich wusste ja schon immer, dass mit diesem Zeitenquäler irgendetwas nicht stimmt. Er benimmt sich in der Tat ein bisschen merkwürdig. Vorhin habe ich ihn dabei beobachtet, wie eine Puppe verprügelt hat und anschließend auf ihr herumgetrampelt ist. Nein! Doch! Bei mir hat er behauptet, die Puppe spricht mit ihm. Dieser Typ ist ein gemeingefährlicher Psychopath. Ach, er ist sicher nur ein bisschen überreizt. Überreizt? Wir müssen das Mädchen unbedingt vor diesem Irren warnen. Du übertreibst. Weiß er denn überhaupt, wie sein Rendezvous aussieht? Ja, der wird schon jemand aussehen, der eine Annonce aufgeben muss, um überhaupt einen Mann zu kriegen. Unser lieber Tim wird furchtbar enttäuscht sein. Wieso? Du kennst doch diese Annoncen. Intelligente Sexbombe sucht Mann zum Verwöhnen. Und was kommt? Ein pickliges, graues Mäuschen mit dicker Hornbrille und der Traumfigur 1,60, 1,80, 2,50. Also ich finde es romantisch und sehr spannend, einer Unbekannten einen Heiratsantrag zu machen. Wir kennen uns schon in- und auswendig. Und du hast mir noch nie einen Antrag gemacht. Nur ein ausgemachter Trottel heiratet eine Unbekannte. Aber man muss ein noch größerer Trottel sein, wenn man seine Freundin heiratet. Wie bitte? Ist doch klar. Mit einer Unbekannten hat man wenigstens den kurzweiligen Reiz des Neuen. Aber wieso sollte man seine Freundin heiraten, die man ohnehin schon kennt? Zum Beispiel aus Liebe. Liebe? Liebe kann man nicht einsperren. Und eine Ehe ist doch nichts anderes als ein Verlies für die Liebe. Sieh doch mal her. Wir sind schon so lange zusammen. Und warum? Weil wir es so wollen. Aber mit einer Heirat macht man ein Muster raus und die Liebe weicht im Alltag. Fazit?
Gerade weil ich dich so mag, mache ich dir keinen Heiratsantrag. Warum sind denn so viele Menschen glücklich verheiratet? Sie sind doch nicht glücklich. Die haben doch lediglich resigniert. Wer heiratet schon freiwillig? Solange sich Frauen ihres Partners nicht sicher sind, legen sie Wert auf eine gute Figur und ein gutes Aussehen. Aber haben sie ihren Mann einmal fest in ihren rot lackierten Klauen, dann werden sie dick, hysterisch und pflegen ihre Zellulitis. Ah, und die Männer? Die Schöpfung hat es in ihrer Weisheit so geregelt, dass die Männer mit zunehmendem Alter immer schöner werden. Sie sind wie eine Blume, die das ganze Jahr über blüht. Während die Frauen schon im späten Frühjahr zu welken beginnen und verduften, die Männer, weil die Frauen verblühen. Du verstehst? Du hältst dich also für die Krone der Schöpfung. Da muss ich dich leider berichtigen. Du hast es höchstens bis zum Hund der Schöpfung gebracht. Schlafen, fressen und ab und zu mal hecheln. Das einzig Überdurchschnittliche an dir sind deine Borniertheit, deine Ignoranz und deine Eitelkeit. Alles Weitere liegt weit unter dem Durchschnitt. Und damit meine ich nicht nur deinen Verstand. Däumling! Däumling? Karin, ich warne dich! Reize nicht den Löwen in mir! Komm sofort heraus und entschuldige dich bei mir! Hier hast du deine Entschuldigung! Ha! Das wird mir doch lachen! Mit einem Bernardel springt man nicht ungestraft so um! Ich werde dir zeigen, das heißt, den Löwen herauszufordern. Auf einem Vier bist du angekrochen kommen und mich anflehen. Was machen Sie denn da? Ich dirigiere. Mit einer Klobürste? Na und? Wenn Sie mit Puppen sprechen können, werde ich ja wohl mit einer Klobürste dirigieren dürfen. Vor sieben. Sie kommt nicht. Kommen Sie, mein Lieber. Trinken wir erst mal einen Schluck zusammen, das wird Sie beruhigen. Ja. Was möchten Sie? Wodka. Wodka? Für Teufel! Das schmeckt ja wie dreimal benutzter Gebissreiniger. Also mir schmeckt's. Na, was soll's, Sie müssen es ja trinken. Zum Wohl. Also, ganz gut. Sie kommt nicht, oder? Wie spät haben wir es? Oh Gott, ich... Das sind aber auch keine Schuss! Das ist mein einziger Anzug! Karin! Karin, sperr sofort die Tür auf! Ich denke nicht daran! Es ist ein Notfall, ich bitte dich! Dann ruf das Krankenhaus an, ich bin kein Doktor! Es geht nicht um mich, es geht um Tim! Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was ist passiert? Er hat sich seinen Fusel über den Anzug gekippt. Gib ihm einen von meinen. Wer ist das? Na, wen erwartest du, Kleopatra?
Na los, los, kümmere dich um das Häuschen. Ich lass einstweilen die Heiratskandidatin rein. Es ist offen, kommen Sie rein! Tretet ein, holde Jungfer! Euer Märchenprinz wird gerade gewaschen und gesalbt. In der Zwischenzeit müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Wer zum Teufel sind Sie? Sack. Karl Sack. Aber nennen Sie mich aber Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. Sie meinen wieder Tanz? Ali. Cha-Cha-Cha-Ali. Cha-Charlie. Ach, Charlie. Ich verstehe. Ja. Aber sagen Sie, was machen Sie denn hier? Na, Herr Thomas hat mich angerufen und herbestellt, ja? Herr Thomas hat bei Ihnen angerufen? Klalala. Hat wahrscheinlich meine Anzeige gelesen. Ach so, was? Die Anzeige war von Ihnen? Lalala. Ist verstörte Topf dein altes Rohr? Ruf den Sack, der nimmt sich's vor. Der hält's dir frei, sei nicht bang, wenn du willst, ein Leben lang. Gefällt's ihm? Ja, war das selbst gut gedichtet, ja? Und Tim, ich meine, Herr Thomas hat sich auf diese Annonce hin bei Ihnen gemeldet? Klalala. Ja, und in welchem Blatt haben Sie denn nun alles in der Welt installiert? Na, im lustigen Handwerker. Im lustigen Handwerker. Ja. Roter Toast. Oh, entschuldigen Sie, möchten Sie auch einen? Boah, sag ich nicht mal. Danke. Bitte. Aber möchten Sie sich denn nicht... Sie sind aber nicht, Herr Thomas. Um Himmels Willen, nein, ich habe eine Freundin. Hä? Ich meine, ich bin nur ein Freund von Tim, Herrn Thomas. Ach so. Nein, nicht so ein Freund. Ich meine, ich bin eigentlich nur mit meiner Freundin hier zu Besuch. Ja. Wo ist denn Herr Thomas? Wir können es wohl gar nicht mehr abwarten, hä? Naja, ich... Komm mal ganz schnell zur Sache, ja? Ich bin ein fixes Kerlchen. Ah, ja. Aber ich höre mal, Vater, der ist genauso, ja? Genauso? Ja, wir sind uns so ähnlich, die Leute nennen uns über den jungen und den alten Sacken. Ich bin der junge Sackerkack. Ach, was? Ja. Unser Motto heißt nicht Lala, sondern Mama. Hä? Nicht lange reden, sondern machen, ja? Ah, ich verstehe. Ja, wer schnell schafft, ist schnell fertig, ja? Was? Und man muss immer flink bei der Hand sein, ja? Liebe Zeit, was ist denn da drin? Werkzeug. Sie brauchen dafür Werkzeug. Sie sind ja Lulu, lustig. Kann ich alles mit der Hand machen. Nein. Was ist denn Herr Thomas davon? Klalala, er hat mich doch angerufen und herbestellt zum Arbeiten. Zum Arbeiten? Ja, wahrscheinlich ein kaputter Didi. Die Dichtungsring, ja, ist so logisch, wenn immer das Rohr verstopft ist, der Druck drauf ist und man nie den Hahn öffnet. Ne? Und Sie wollen sein Didi wieder reparieren? Lalala, mach ich dauernd. Dauernd? Das ist mein Job. Ach, Sie machen das Beruf? Seit über 10 Jahren. Das ist ja furchtbar. Ja, ja. Wenn Sie wissen, wie viel verstimmt auf der Rohr ich schon gesehen habe. Nein, das haben Sie nicht. Oh, ist das der dickste oder der dünnste Röhrchen sei, der Sackerkack. Der kriegt sie alle wieder frei. Ja, genau. Letzte Woche hatten wir einen Notfall. Da mussten wir zu dritt anrücken, ja? Mit meinem Vatata und dem Stift. Stift? Ja. Was denn, Sie haben einen Lehrling? Lalala, wir bilden aus. Oh, unsere Lehrlinge werden überall mit Haha genommen. Mit Haha? Haha, Handkuss. Ja, was will ich sagen? Ja, und wir kommen auch zu Ihnen, wenn es mal drücke wird. Nein, bitte nicht. Ich gebe Ihnen meine Karte. Moment. Ja, Karin. Gib mir meine Karte. Danke. Karin! Karin! Karin!
Was ist denn? Guten Tag. Sack, Karl, Sack, Kakat. Agnehmer Bach, Karin Bach. Was ist denn mit dir los? Du siehst ja aus, als hättest du den Teufel gesehen. Sie müssen meinen Freund entschuldigen, er ist heute schon den ganzen Tag ein bisschen durcheinander. Wir müssen weg hier, sofort. Wir sind doch erst vor ein paar Stunden angekommen. Du solltest erst einmal was trinken, du wirst es brauchen. Was möchtest du? Herr Thomas wird jeden Moment hier sein. Schöne Nö. Karin, ja. Nein, bitte. Danke. Bitte. Und Sie sind ein Freund von Herrn Thomas? Noch nicht. Was ist denn mit ihm los? Ah, der Rücken. Ich hab's mit dem Rücken. Ich muss mich hin und wieder strecken und strecken. Ja. Ja, und warum sind Sie hier, wenn ich fragen darf? Er hat doch die Annonce aufgegeben, auf die Herr Thomas sich gemeldet hat. Nein. Doch. Im lustigen Handwerk. Na los, Charlie. Tragen Sie Frau Bach Ihr tolles Gedicht vor. Ja, das ist wirklich. Ja, aber natürlich, sie versteht etwas davon. Sie ist Cheflektorin bei einem großen Verlag. Nein. Doch. Komm, genieren Sie sich nicht. Vielleicht wird ja Ihr Talent entdeckt. Los, los, fortissimo. Ja. Es feste der Topf, dein altes Rohr. Ruf den Sack, der nimmt sich's vor. Hält's dir frei, sei nicht bang. Wenn du willst, ein Leben lang. Ist das jetzt hier? Ist das ein einzigartiges Gedicht? Gefällt's Ihnen? Und wie? Sehen Sie, es hat ja sogar die Sprache verschlagen. Ach, das sind Sie ja endlich. Ja, komm, dann lassen wir die beiden Kaffee. Wo ist sie denn? Na, hier. Wo? Na, jetzt tun Sie doch nicht so unschuldig. Hier ist der dichtende Spusi Karl, oder besser, Charlie Sack. Was? Also, ich bin ja, weiß Gott, tolerant. Aber ihr zwei, ihr seid wirklich das perverseste Pärchen, von dem ich je gehört habe. Was? Boah, was soll ich sagen? Nicht doch, ruhig, das ist doch bestimmt nur ein Missverständnis. Ja? Ja, bestimmt. Ja, wisst ihr, Herr Sack, ich glaube, ich kann das sogar auch erklären. Ja? Hören Sie, Herr Sack, ich erwarte heute eine Dame, auf deren Annonce ich geantwortet habe. Und da ich Sie ja ebenfalls aufgrund Ihrer Annonce angerufen habe, kann ich mir leicht vorstellen, wie es zu dieser Verwechslung gekommen ist. Was, Sie sind Herr Klempner, ja? Da hast du wieder ein feines Unglück angerichtet. Herr Sack, ja. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen entschuldigen. Ja. Und auch für meinen Freund. Dessen Verstand das Haltbarkeitsdatum schon ein paar Jahre überschritten hat. Ja, na gut, das kann ja mal passieren. Ja. Herr Sackmann sagte mir, Sie kämen erst nächste Woche. Ja. Nächste Woche erst. Ja, nein, also ja, mein Vater, der hätte erst nächste Woche Zeit. Ach, so. Ich war in der Nähe, hatte zu tun und dachte mir, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf Momo, ne? Na, das ist ja wahnsinnig nett von Ihnen gemeint, aber ja. Wie Sie bestimmt mitbekommen haben, passt es heute nicht so gut. Nein, Herr Thomas, keine Angst, ist wahrscheinlich nur ein kaputter Didi. Didi? Didi. Der Dichtungsring, ja, habe ich montiert, bevor die Dame da ist. Was meinen Sie wirklich? Klalala, ein paar Minuten. Oh, also schön, gut, dann kommen Sie, ich zeige Ihnen die Küche. Los geht's. Ja. So. Schnell. Hoffentlich arbeitet er nicht so, wie er spricht, titticht. Du hast keine
keinen Grund, dich über irgendjemanden lustig zu machen. Mein Gott, es war ein Versehen, das hätte jedem passieren können. Oh nein, red dich bloß nicht wieder raus. Sowas kann nur dir passieren. Ich habe schon Schafskäse gegessen, der mehr Hirn hatte als du. Werd jetzt bitte nicht beleidigend. Oh, beleidigend? Ich habe noch nicht mal angefangen, dich zu beleidigen. Wenn Herr Thomas uns nicht brauchen würde, wäre ich schon längst weg. Tja, doch nicht wegen unseres lächerlichen Streits von vorhin. Natürlich. Jetzt ist es wieder nur ein lächerlicher Streit. Du merkst gar nicht, wie sehr du die Menschen um dich herum mit deiner bornierten Art verletzt. Du hast dich in den letzten Jahren sehr verändert. Du bist nicht mehr der, in den ich mich damals verliebt habe. Ja, das ist doch ganz normal. Die Menschen verändern sich normal. Du hast auch Falten bekommen. Deine Figur habe ich auch schon knackiger gesehen. Genau das habe ich gemeint. Du kannst keine Kritik vertragen und schießt sofort auf andere. Weißt du was? Im Grunde bin ich froh, dass du mir nie einen Antrag gemacht hast. Denn ich will dich gar nicht mehr haben. Du willst mich nicht? Ha! Ich bin das Beste, was du kriegen kannst. Das Beste? Oh nein, bei dir reicht's nicht mal für den Krabbeltisch im Schlussverkauf. Sowas wie dich nennt man Ramsch. Wie bitte? Jawohl, Ramsch! Das sagst du kein zweites Mal. Ich habe es ja schon zweimal gesagt. Und warum bist du dann bitte schön so lange mit mir zusammen? Das frage ich mich auch. Ich verlasse dich. Nein, das wirst du schon bleiben lassen. Ich verlasse dich. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie es hinkriegen? Ja, klar, Lala. Ich muss nur noch ein paar Didis aus dem Auto holen, ja? Der Schlüssel liegt unter dem Fußabstreifer, das heißt, Sie können jederzeit rein, aber die Tür steht eh gerade offen. Alles klar, Lala. Ja. So, jetzt sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Sie wollen schon gehen. Ich dachte, Sie bleiben ein paar Tage. Wir haben uns anders entschieden. Die spinnen die Städter, ja? Erwartet, aber bitte nennen Sie mich doch Natascha. Natascha, ich bin Tisha. Tim, ich bin Tim. So, bitte, nehmen Sie doch Sitz. Platz! Okay. Also bitte schön. Okay. Ja. So, bitte. Darf ich Ihnen vielleicht etwas zu trinken anbieten? Wodka. Wodka? Gott sei Dank. Nur mein Werkzeugkasten, den stelle ich immer bei. Haben Sie mal Werkzeugkasten. Danke. Oh, die Dame ist da. Ja, und Sie sind wieder weg. Verzeihung, ich habe ganz, ganz unerwartet den Handwerker ins Haus bekommen. Aber das macht doch nicht. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Danke. Origineller Anzug. Danke. Bitte. Okay. Wollten Sie mir nicht machen Wodka? Ja, natürlich. Bitte. Ja, er kommt sofort. Okay. So. So. Okay. Und sagen Sie einfach Stopp. Okay. Stopp. Oh Gott. 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 O
mir schrecklich leid, das... Oh Gott. Okay, ist nicht so schlimm. Trocknet wieder. Ja, genau, trocknet. Ich hol schnell was, ich bin gleich wieder da. Okay, es war nur schade um die Wodka. Und so, und da haben wir es gleich. Ey, was kommt das? Ich meine, Sie sind Finger. Nein, es tut mir leid, ich wollte hier noch abkommen. Okay, ist nicht so schlimm. Badezimmer, da kriegen Sie alles wieder trocken. Einfach nur ins Badezimmer, da kommen Sie... Oh Gott, Entschuldigung. Also einmal zweite Tür rechts und Badezimmer. Okay, danke. Bitteschön. Oh Gott. Wie kann man ein Auto nur bis auf den letzten Tropfen Sprit leer fahren? Es ist immerhin ein Mietwagen. Ich bin mit den Instrumenten noch nicht so vertraut. Oh ja, die Tankuhr direkt neben dem Tachometer ist auch so unglaublich leicht zu übersehen. Du kannst uns ja nach Hause schieben, wenn du es so eilig hast. Oh, Sie sind ja wieder da. Wir haben uns anders entschieden. Total blendblend, ja. Ja, hallo, der Papa, ich bin's. Ja, nein, alles im Griff, ja. Nein, tropft ein bisschen. Genau, kaputter Lidi, ja. Nee, aber sag mal, wie komme ich denn in den Keller? Ja, nein, also wie stelle ich denn die verdammte Hauptleitung ab? Ja, das Wasser. Okay, ja, im Keller neben dem großen Rad, ja. Okay, ja, alles klar, Lala, danke. Ciao. So, kommen Sie. Entschuldigung, aber das tut mir leid, dass... Herr Thomas, ja, wie komme ich denn in den Keller? Was wollen Sie denn im Keller? Ja, ich muss das Wasser abstellen. Gibt sonst eine Riesensauerei. Was? Okay, alles gut. Ja. Durch die Küche, hinten die Treppe runter, dann in den Keller. Vierte Tür. Ich zeig's Ihnen. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Warte hier so lange, kein Problem. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Ja, heute. Ja, natürlich. Ja. Da ist ein bisschen feucht, also kommt okay. Feucht jetzt. Alles. Okay. Danke. Oh, das war wirklich viel Wodka, ne? Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Jetzt sagen Sie bloß nicht, Sie wären die Frau des Klempners. Nein, ich bin Natascha. Angenehm, Bernard. Okay. Aber was machen Sie denn hier? Haben Sie sich verlaufen? Nein, da bin ich hier mit Herrn Thomas verabredet. Was denn Sie? Stimmt etwas nicht? Aber im Gegenteil. Soweit ich das beurteilen kann, stimmt alles ganz wunderbar. Sie sind auch Handwerker? Nein, nicht. Ich bin ein Freund von Tim, um nicht zu sagen, sein bester Freund. Okay. Und was halten Sie so von Ihrem Bräutigam in Spee? Er ist so süß. Aber ich muss ehrlich sagen, wir hatten noch nicht Gelegenheit, einander wirklich kennenzulernen. Er ist etwas nervös. Darf ich Ihnen eine indiskrete Frage stellen? Okay, Sie dürfen, aber weiß ich nicht, ob ich antworte. Wie kommt ein Mädchen mit Ihrem Aussehen dazu, eine Heiratsannonce aufzugeben? Das ist ganz einfach. Arbeite ich in Nachtbar. Ach, Sie sind Striptease-Tänzerin? Nee, ich mache dort die Bar. Dort bekomme ich ungefähr 35 Heiratsanträge jede Nacht. Alle von verheirateten Mann, die nur das eine wollen. Hasse diese Kerle. Ja. Herr Thomas scheint da erfrischend anders zu sein. Er ist so schüchtern, tollpatschig, niedlich. Sie mögen schüchterne Männer? Oh, ich finde goldig. Ach. Viel besser als diese blöde Macho mit ihrer dämlichen Frauenwitze. Ich liebe sensible Männer. Was haben Sie denn? Sie haben ja so recht. Ich bin so glücklich. Okay, und warum Sie weinen da? Ich bin so ein schreckliches Sensibles. Aber deswegen, man muss doch nicht heulen. Es ist nur, weil, jetzt kann ich es Ihnen hier sagen, nicht Tim hat auf Ihre Annonce geantwortet, sondern ich. Was? Sie? Ja, ich schäme mich ja so. Was müssen Sie nur von mir denken? Aber so schlimm ist es auch wieder. Doch. Ich bin eine Jungfrau.
Was, Sie? Ja, jetzt lachen Sie mich aus, ne? Nein, niemand lacht. Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Erzählen Sie mir alles der Ruhe nach. Weil ich so furchtbar schüchtern bin, hat Tim sich an meiner Stelle bei Ihnen gemeldet. Er meinte nämlich, ich solle mir die Dame erst einmal ansehen und wenn sie nicht die Richtige für mich sei, dann würde er sie wieder fortschicken. Okay. Aber ich fühle es. Sie sind die Richtige. Und Tim? Tim ist mit Karin Bach zusammen. Sie spielt meine Freundin, damit ich sie unbefangener kennenlernen kann. Schade. Was? Na, ich glaube, in Tim, ich hätte mich verlieben können. Und was ist mit mir? Sie sind auch nicht ganz schlecht. Aber so ist Leben. Man schielt immer nach Kuchen und bekommt Krümel. Was? Ich ein Krümel? Oh, Entschuldigung. Oh, bitte verzeihen Sie, da wollte ich. Vergessen Sie bitte. Schon passiert. Okay. Übrigens können Sie froh sein, dass Tim nicht tatsächlich Ihr Auserwählter ist. Wie kommen Sie darauf? Nun, ich will meinen besten Freund ja nicht schlecht machen, aber er hat ein paar eigenartige Neigungen. Welche denn? Er spricht mit einer Puppe. Wenn Sie wüssten, was ich meine Teddybär schon alles erzählt habe. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Was glauben Sie wohl, was er ja so lange mit diesem perversen Klempner im Keller macht? Wollen Sie damit andeuten, dass... Genau das. Okay, aber er hat doch Freundin. Offensichtlich lässt er seine Lokomotive auf allen Gleisen fahren. Und weiß seine Freundin davon? Nein, das arme Ding hat nicht die geringste Ahnung. Sie müssen es ihr sagen. Bloß nicht, ich kann doch meinen besten Freund nicht verraten. Ach, da ist übrigens noch etwas. Noch etwas? Ja, könnten Sie bitte noch eine Weile so tun, als wüssten Sie nicht, dass ich derjenige welche bin? Aber warum das denn? Nun, es ist so, ich habe Tim versprechen müssen, auf sein Urteil über Sie zu warten. Und Sie wissen ja, wie das ist, ein Mann an Wort. Finden Sie das nicht etwas überzogen? Schon, aber Tim hat sich solche Mühe gegeben und bitte, tun Sie es mir zuliebe. Okay, von mir aus. Sie sind zauberhaft. Danke ich Ihnen. Aber sagen Sie doch Bernie. Bernie. Bernie, wie du das sagst. Bernie. Ich glaube, ich habe mich umstanden. Ja, aber ich bin ein Bernie. Aber nicht. Bernie. Was zum Teufel? Was ist hier los? Oh, ich, nichts weiter. Natascha hat sich den Hals verrenkt und ich habe ihn wieder eingerenkt. Ach so? Ach so. So, der Hanon ist wieder in Ordnung. Oh, wirklich? Ja. Oh, danke, Herr Sack. Was bin ich Ihnen schuldig? Oh, nee, ich komm gleich wieder. Wieso das denn? Ja, noch ein paar Sachen im Keller, ja? Ein paar Kleinigkeiten. Ach so. Ja. Herr Sack, wollen Sie das nicht lieber nächste Woche fertig machen? Nö, wenn ich doch schon mal hier bin, mach ich das gerade. Ich muss nur ein paar Sachen aus dem Auto holen, ja? Okay. Alles klar. Ciao, ciao, ciao. Hä? Ciao, 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 ciao. Also ein bisschen besseren Geschmack, ich hätte ihm zugetraut. Ja, es ist traurig. So, darf ich bekannt machen. Karin Bach, Bernard Nüdel und Natascha. Engel. Engel. Angenehm. Angenehm. Kommen Sie, Engelchen. Wie wär's mit einem kleinen Spaziergang? Okay. Aber keine Sorge, mein alter Freund Tim. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh, verstehe. Bis später. Bis später. Also dann. Tschüss, tschüss. Bis später. Bis später. Viel Spaß. Also ich kenne Bernhard lange genug, um zu wissen, dass hier etwas nicht stimmt. Wieso, was meinen Sie? Ach, Tim, seien Sie doch nicht so schrecklich naiv. Er wollte Sie vorhin küssen. Nein, sie hatte sich bloß den Hals verrenkt. Sie sind zu gut für diese Welt. Sie... Ach, Frau Bach, ich... Ach, bitte, lassen Sie doch das alberne Frau weg. Ich heiße Karin. Tim. Ich verspreche dir, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Und wenn ich recht habe, werde ich Bernhard einen Denkzettel verpassen, den er bis zur siebten Reinkarnation nicht mehr vergisst. Und was soll ich tun? Ja, vorerst gar nichts. Vertrau mir einfach. Okay.
Na gut. So, was haben wir denn da? Leidenschaftliche Tropennächte in Ruhpolding von Marie Antoinette Heberle. Es war unerträglich heiß in dem kleinen Zimmer. Susannes dünnes Seidennachthemd klebte an ihrem unschuldigen, schweißnassen Körper. Sie wälzte sich in ihren unruhigen Träumen von ihrem Traummann Karl Holz. Oh, wie sehnte sie sich nach seinen starken, männlichen Armen. Plötzlich ging ein Lufthauch durch die schwüle Stube. Jemand hatte die Tür geöffnet. Ohne die Augen zu öffnen, rief sie mit zitternder Stimme: Oh Karl, ich habe gerade von dir geträumt. Und weißt du was? Es waren verbotene Träume. Sieh meinen zitternden, bebenden Körper. Er sehnt sich nach deinen unglaublich kräftigen, bärigen Armen. Du schöner Mann, komm und nimm mich in deine Arme. Du Tier, du Bestie, pack mich, sei brutal! Nein! Sag nichts. Ich weiß, so hat noch keine Frau mit dir gesprochen. Aber ich weiß, dass es dich erregt. Warum zögerst du? Hier bin ich. Los, komm schon, Tiger, nimm mich, pack mich und gib mir Tiernamen! Oh, du Mimimimimim! Ah! Hilfe! Hilfe! Es ist besser, wenn Sie uns jetzt alleine lassen, Tiger. Den Herr Sack. Ja, ja. Von mir aus. Sie sind Chef, Herr Pfeffer. Was wollt ihr denn damit? Oh. Ach so, nur ein kaputter Didi, ja. Ach so, eine dichte Runde. Genau. Hey. Im Keller. Oh, hab ich schnell gemacht. Verstehe, ja. Ach, Herr Tittetow. Was? Oh Gott. Ja. Was haben Sie denn jetzt schon wieder angerichtet? Entschuldigung, ja? Tim? Tim? Geht es dir gut? Oh mein Gott. Worauf warten Sie noch? Ja. Helfen Sie mir! Ja. Oh. Warten Sie. So, auf drei. Ja. Nehmen Sie seine Arme. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, ja, ja. Ja. Moment. So, okay. Kommen Sie ja. Auf die Couch. Okay. Ja. Und, so, Beine, ja? Das ist so nach. Was machen Sie denn da? Oh, ja. Entschuldigung. Nehmen Sie ihn runter von mir! Ja. Herr Toto, ja, Gott. Ja, hier. Hierher. Ja. Okay. So. Oh Gott. Okay. So, die Beine. Oh, ja. So, ich glaube, Sie haben genug Unheil angerichtet. Ja. Gehen Sie endlich. Ja. Wohin? In den Keller, nach Hause, was weiß ich. Nur gehen Sie, Sie Katastrophenfuzzi. Hier. Mein armer Tee. Was du alles durchmachst. Was tust du da? Ich renke sein Genick ein. Du verstehst gar nichts. Der Klempner hat Tim mit seinem Rohr versehentlich niedergeschlagen. Was? Ist das schlimm? Ich hoffe nicht, aber er ist bewusstlos. Oh, seine Stirnregal heiß, hol ich feuchte Tuch. Danke.
Das sieht dir ähnlich. Was? Einen Bewusstlosen zu küssen, der sich nicht wehren kann. Immer noch besser, als die Braut seines Freundes zu verwirren. Er ist nicht mein Freund. Oh ja, ich vergaß. Du hast ja keine Freunde. Geht ihm schon besser? Er atmet noch. Okay. Vorsicht. Natascha? Dion. Wie fühlen Sie sich? Furchtbar. Kommen Sie schon, seien Sie doch nicht so wehleidig. Oh, mein Kopf. Lassen Sie sich doch nicht so gehen. Oh, mir reicht's. Mit Knuttermagen, lasst uns essen gehen. Also, mir ist der Appetit vergangen. Natascha. Hab ich den ganzen Tag noch nicht gegessen? Hier könnt ihr gehen, ich bleib bei Tim. Ich hab noch ein paar Dosen da. Ich ziehe frisches Gemüse vor. Oh ja, vor allem junges Gemüse. Ja. Komm, Natascha, ich kenne hier in der Nähe ein sehr nettes kleines Lokal. Okay. Oh Gott. Mein Kopf. Was ist denn passiert? Was hast du vor? Ich werde Bernhard sein Gemüse versalzen. Hallo, guten Tag, mein Name ist Karin Bach. Hören Sie, mir ist ein furchtbares Missgeschick passiert. Meine Handtasche wurde gestohlen. Nein, Sie schütteln. Ja, vielen Dank. Ja, darin befand sich leider auch die Kreditkarte meines Freundes Bernhard Nudel. Nudel. Korrekt. Könnten Sie die Kreditkarte bitte sperren lassen? Ja? Wie lange wird das dauern? 2 Minuten? Wunderbar. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ich wusste ja gar nicht, dass du so lügen kannst. Oh, du weißt noch vieles nicht, mein lieber Tim. Was denn? Zum Beispiel, dass sich deine Natascha bis über beide Ohren in dich verliebt hat. Wirklich? Aber wieso ist sie dann mit dem Maestro weg? Das verstehe ich auch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Wir? Jawohl. Ich helfe dir, deine Natascha zu bekommen und du hilfst mir, Bernhard einen Deckzettel zu verpassen. Oh, na schön. Also, was soll ich tun? Schlaf mit mir. Was? Hier, jetzt, hier auf der Couch. Was, jetzt hier? Bernhard soll uns ja in Flagranti ertappen. Was, der soll uns dabei zusehen? Das kann ich nicht. Nur so tun, das kann ich noch viel weniger. Oh mein Gott, du bist ja viel zu fein. Ja, aber das ist kein Problem. Wir können es jetzt... Stell dich nicht so an. Ja, aber das... Hey. Zieh dich doch nicht so. Hey, sag mal, aber auch ich bin kitzlig. Ich Wir haben jetzt keine Zeit. Kommen Sie in 10 Minuten wieder. So schnell? Ja. Wer war denn das? Ach, niemand. Gestern war meine Karte noch in Ordnung. Los, raus damit! Was ist denn hier los? Hallo. Bernhard, du bist wieder da? Ja, ich bin da. Dass du dich nicht schämst! Aber warum denn? Hast du selber gesagt, wir kommen erst später. Ich finde, wir sollten lassen bei dir allein. Das werden wir auch. Aber vorerst habe ich dich mit diesem Herrn hier noch ein Wachsen. Bernhard, hör auf! Aufhören! Ich habe noch gar nicht mal angefangen. So, komm, Freundchen, jetzt gehen wir mal in die Küche. Was? Aber ich habe doch gar keinen Hunger. Wir werden doch nichts essen. Dieses Hühnchen wird lediglich gerupft. Ich weiß, geht mir nicht an, aber ich finde, Sie haben recht, das zu wissen. Was zu wissen? Ihr Freund ist schwul. Nein. Doch, hat sich vorhin mit Klempner im Keller amüsiert. Unmöglich. Doch, Er will mir wehtun! Ich habe doch in Ruhe! Was war das? Sind Herr Tod und sein Freund nicht da? Was wollen Sie denn von Ihnen? Ich brauche einen von beiden im Keller. Muss mir mein Rohr halten, ja? Was?
Er braucht einen oder am besten alle beide. Beide? Beide? Ich kann den Druck nicht mehr lange halten. Oh, Sie sind ein Fremdgirl! Ja, machen Sie Ihre Sauereien gefälligst alleine. Alle Begabung braucht hier. Man muss alles selber machen. Okay, jetzt, ich verstehe überhaupt nicht mehr. Ist Bernhard jetzt auch schwul oder was? Ja, aber das haben Sie doch vorhin selbst behauptet. Was? Ich habe von Ihrem Freund gesprochen, ich habe von Tim gesprochen. Tim ist aber nicht mein Freund, sondern Bernhard. Ja, Sie brauchen nie länger verstecken, mit mir zu spielen. Bernhard hat mir alles erzählt. Was erzählt? Na, das Team hat in seinem Auftrag geantwortet auf meine Annonce und dass sie spielen die Freundin und eben das Team hat Verhältnis mit Klempner. Was hat Ihnen Bernhard erzählt? Ja. Sie lachen. Warum Sie lachen? Kommen Sie erst mal mit in die Küche. Okay. Ich glaube, ich habe einiges richtig zu stellen. Okay. Also jetzt nochmal. Karin hat diese Spielchen auf dem Sofa nur inszeniert, damit ich eifersüchtig werde. Ja. Und hinter der Sache mit meiner Kreditkarte steckt auch sie? Ja. Und Sie, rückgratloser Wurm, fallen Ihrem Maestro derart in den Rücken? Sie wollen ein Mann sein? Sie erinnern mich an eine Eidechse. Im geringsten Anzeichen von Gefahr werfen Sie Ihr markantestes Körperteil ab. Moment mal! Sie haben doch angefangen! Sie haben doch versucht, mir meine Braut Natascha auszuspannen! Aus reiner Selbstlosigkeit. Was? Ich habe doch sofort gesehen, dass Sie mit dieser Natascha nicht fertig werden. Das ist ein Vollblutweib! Da bedarf es schon einiger Erfahrung, um nicht gleich in der ersten Nacht verschlissen zu werden. Ach, Sie verfügen über diese Erfahrung? Selbstverständlich. Aber lassen wir doch dieses alberne Sie beiseite. Nenn mich doch einfach Bernhard und ich nenne dich Tim. Hm? Das tust du sowieso schon die ganze Zeit. Ja? Nun, wie auch immer. Oh. Also, wie gesagt, dürften Sie dieser Raubkatze wohl kaum gewachsen sein. Ich allerdings konnte mir vorstellen, dass mir die Zähmung dieser Kleinen einen Inspirationsschub für meine neueste Komposition verleiht. Und Karin? Soll sie bei der Dressur Hilfestellung leisten? Mitnichten. Aber jetzt wären wir am springenden Punkt. Karin, ich glaube, bei dir ein nicht unerhebliches Interesse an ihr entdeckt zu haben. Na, ich finde sie sehr nett. Ja, also ich habe mir gedacht, dass ich Natascha für dich zähme, ihr die Krallen ziehe und sie dir in, sagen wir, in circa 2 Wochen wieder zurückgebe. Ja, soll das ein Witz sein? Mitnichten. Und in den 2 Wochen kannst du mit Karin ein paar Erfahrungen sammeln. Das ist das Verrückteste, was ich jemals gehört habe. Warum soll denn jemand einem anderen seine Freundin als Bettgefährtin leihen? Nun, es ist schon ein hartes Opfer für mich. Aber ich kann nicht mit ansehen, wie mein bester Geiger und Freund ins Verderben rennt. Ach, du! Du willst doch bloß mit Natascha ins Bett. Aber, dafür kannst du mit Karin Erfahrungen sammeln. Ich weiß, dass sie dich mag. Glaub mir, Karin hat's faustdick hinter den Ohren. Die vernascht dich, ehe du's recht bemerkst. Ja, aber gibt es denn keine andere Möglichkeit, dass Natascha und ich einfach so heiraten? Keine. Vertrau mir. Ich werde es schon richten. Und in 2 Wochen bringe ich dir ein gezähmtes Schmusekätzchen zurück, ziehe vor Karin die reuige Sündernummer ab und schon haben wir unser Happy End. Ach, ich weiß nicht. Vertrau mir, die Sache ist nicht 100%ig, sondern 150%ig. Also, was ist? Oh Gott, ich muss verrückt sein. Aber es bleibt mir anders übrig. Also schön. Ich bin dabei. Na also, geben wir den Äffchen ihre Bananen. Darauf müssen wir noch einen trinken. Na, vorher muss ich mir noch den Kopf kühlen. Ja, lass dir ruhig Zeit. El Nudilo, das war wieder ein Meisterstück. Ehe dieser Schwachkopf merkt, dass er an Karin niemals rankommen wird, hat der Torero den Stier bezwungen. Arena frei für den Matador. Ja! Aria! Eieiei! Carina! Sa, 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 sa.
Und was du jetzt für dich glauben musst. Hallo, Papa. Ja, ich bin's. Ja. Nö, alles im Griff, ja. Nö, trottopt nur noch ein bisschen, ja. Genau, total veraltete Didis, ja. Nö, ich wollte nur sagen, wird ein bisschen später, ja? Okay. Ja, mach ich. Alles klar, lala. Ciao, ciao. Zimmer. Aber hier ist doch viel gemütlicher. Na schön, von mir aus. Wollen wir nicht noch etwas Musik, Bernie? Ja, natürlich. Was haben wir denn da? Schauen wir mal. Magst du Tartini? Ja, mit Sahnesauce und Käse. Du hast mich doch nach Tortellini gefragt. Tartini? Giuseppe Tartini, ein berühmter italienischer Komponist. Okay, und ich dachte, es gibt etwas zu essen. Oh, wir können es uns immerhin mit einer Flasche Sekt bequem machen. Lieber Wodka, Bernie. Lieber Wodka. Na, ich glaube, bei dir wäre Wagners Ritt der Walküren angebrachter. Nicht sehr stimulierend. Wodka. Du trinkst doch auch eine Wodka, Bernie. Soll das ein Witz sein? Ich liebe Wodka. So langsam, du wirst mir sympathisch. Das wird aber auch Zeit. Bernie! Na, starovia. Na, starovia. Für eine schüchterne Jungfrau, du gehst ganz schön ran. Was glaubst du, wie viel Überwindung mich das kostet? Dann, wir müssen trinken noch eine Wodka. Naturalowski. Na zdrowie. Na zdrowie. Ich will nicht. Nicht, Bernie. Warum nicht? Ich kann nicht. Was denn? Bin ich noch Jungfrau. Was, du? Das ist ja ausgezeichnet, denn entjungfern wir uns gegenseitig. Nicht, Bernie, so geht das nicht. Wir Barfrauen, wir haben ganz strenge Kodex, der unbedingt eingehalten werden muss. Was für eine Kodex? Bevor der Bräutigam darf Liebe machen, er muss sich unterziehen einen Test. Ich bin doch völlig gesund. Bernie, doch nicht diesen Test. Er muss trinken 10 Wodka, um zu beweisen seine Standhaftigkeit. 10 Wodkas? Ja, das ist, wenn er da nicht mehr kann. Dann, Bernie,
dann er ist nicht der Richtige. Aber wie hältst du mich eigentlich für Harald Junke? Bitte, Bernie, sonst ich gar nicht. Ja, weshalb, dass ich denn noch kann? Sei ohne Sorge. Unsere thailändischen Kolleginnen haben uns viele lustspendende Massagen gelehrt. Die werden dir schon wieder aufhelfen. Lustspendende Massagen? Und noch viele weitere Geheimnisse asiatischer Liebeskunst. Na dann, ein Mann muss tun, was er tun muss. Oh, Ben, du bist so süß. Süß? War ich schon vor 10 Jahren, ein Mädchen, ne? Du darfst mich ruhig fantastisch nennen. Wie du meinst, Bernie. Okay. Moment mal, 2 habe ich ja schon getrunken, bleiben also nur noch 8. Okay, wie gedankenlos von mir, trinke ich mit dir mit. Nasterobje. Dua. Nasterobje. 3. Bernie, bist du starkes ja. Mann. Ja, Bernie, Piat, Bernie, und jetzt kommt 6. Oh, oh Bernie, schlecht, Bernie. Ja. Hm? Oh, Bernie. Ja, so. Und die letzte. Oh. Bernie. Geschafft. So, jetzt leg dich hin. Spürst du gar nicht, Bernie? Ja, und ob ich was spüre? Komm, ich zeig dir, was ich spüre. Das ich habe nicht gemeint. Oh, ich fühle mich großartig. Es leben die Traditionen. Komm, eine kleine Pocke. Lass uns zusammen trommeln. Bernie, jetzt so geht das nicht. Was ist? Muss ich mich erst frisch machen im Bad? Also, ja gut, aber beeil dich bitte. Sei ohne Sorge, bin ich gleich zurück. Und du, Bernie, kannst dich schon einmal ausziehen. Das ist eine hervorragende Idee. Oh, ja. Ja. Sind Sie schon fertig? Noch nicht die Tift. Na dann zurück an die Arbeit. Ja, aber Dalli, Dalli, und lassen Sie sich in der nächsten Stunde hier nicht mehr blicken. Ja, Schwummewuchtel. Selber Schwummewuchtel. Bist du
Ja, ich glaube. Oh, Benny. Wie fühlst du dich? Ich habe Angst. Aber wovor denn? Vor dir. Tu mir nicht weh. Oh, bist du ganz ohne Sorge. Bin ich ganz zahm. Oh, aber sollten wir uns denn nicht besser in die Augen sehen können? Bernie, so ist viel spannender. Nur so kann gelingen die Massage von der achtmaligen Glückseligkeit. Achtmalige Glückseligkeit? Oh ja, Bernie. Na dann. Oh, na schon. Bernie. Was zum Teufel tust du denn? Oh, so ist so spannend, Bernie. Ich werde mich auch gleich an dich ketten. Was, und du bist wirklich noch Jungfrau? Genauso wie du, Bernie. Und jetzt, Bernie, du musst sein ganz leise. Ich muss mich konzentrieren, sonst misslingt. Achtmalige Glückseligkeit. Also ich wäre schon mit einer einmaligen Glückseligkeit zufrieden. Und jetzt komm, Bernie. Bist du ganz leise, muss ich mich konzentrieren und du dich ab. Mindestens, bis sie wieder vernünftig sind. Und dann dürfen sie Lasse nie wieder herein. Oh, Natascha. Und dann? Dann, ich schätze, Bernhard wird mir vorheulen, wie leid es ihm tut. Und alles wird wieder wie gewohnt weitergehen. Du wirst ihn nicht trennen? Wozu? Letztendlich sind doch alle Männer gleich. Und Bernhard kann auch ganz anders sein. Er hat nur gerade seine 9. Midlife-Crisis. Aber jetzt dürfte er kuriert sein. Und du? Was ist mit Tim? Oh, ich mag Tim. Er ist ein bisschen naiv, aber ich glaube, das wird sich legen. Außerdem, Bernd hat nur ausgenutzt seine Unwissenheit. Deswegen kann ich ihn vergeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Tim einen anständigen und sehr, sehr verliebten Ehemann abgibt. Zumindest bis er hat Midlife-Crisis. Aber was machen wir so lange? Was hältst du von Essen? Gute Idee, aber was? Ich habe vorhin in der Küche Zwieback und Käse entdeckt. Oh, wieso hast du nicht gesagt früher, weil ich so Hunger habe? Zwieback! Ah, Mensch, sei ruhig! Warum du bist das Essen im Schlafzimmer? Weil da der einzige Fernseher im Haus steht. Und jetzt fängt gleich der neue Rosamund-Picture-Film an. Überredet. Oh, ja.
Das war wirklich eine hervorragende Idee, das offene Fenster einzustellen. Ich habe mir mindestens 3 Wirbel gebrochen. Du musst da unbedingt vorgehen. Ja, weil es nicht lustig war, im Brennnesselfeld unter dem Fenster zu stehen. Was, aber ich darf mir die Füße verbrennen, oder was? Mach doch auf. Wir müssen zusehen, wie wir diese verfluchten Handschellen loswerden. Wo ist das Werkzeug? Ich habe hier kein Werkzeug. Noch das noch. Aber mit dir leg ich mich nicht ins Bett. Charlie soll uns die Dinge abnehmen. Oh, bloß nicht. Und das will ich noch, dass uns des Dorfdepps Spießgeselle so sieht. Ja, hast du einen besseren Einfall? Auf keinen Fall, dieser Typ. Wer weiß, was uns der noch alles abzwickt. Nein. Mir wird schon noch was Besseres anfallen. Oh, hör mir doch was mit deinen Schnapsideen auf. Dein Nudelhund El Tomaso, dass ich nicht lache. Hör mal zu. Du bist nicht mal ansatzweise so genial, wie du immer tust. Ja, Na, keineswegs! Weißt du was? Deine Kompositionen, die sind doch der letzte Dreck. Da höre ich doch lieber meinem Opa zu, wenn er Blähungen hat. Willst du es? Ach, jetzt hat er ja da. Das ganze Orchester lacht übrigens über dich. Ja? Du bist ein hervorragender Dirigent, aber. Aber das Komponieren solltest du Leuten überlassen, die es können. Aber... Jetzt sei doch mal ruhig! Das musst du einfach mal gesagt sein. Tut mir leid. So, und jetzt komm, jetzt lassen wir uns von Charlie unser... Na schön, aber... Diese Angelegenheit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, gut, und jetzt komm endlich! Zurück! Können wir sich vorher irgendwas anziehen? Wie denn mit den Dingern? Ja, ohne Unterhosen gehe ich nirgendwo hin. Da! Da! Oh, diese. Mist! Oh, was? Das warme Katzenmist im Ohr hilft gegen Pickel, glaubst du das auch, ja? Er wird es schon hinkriegen. Ja. Er kriegt das schon. Ach. Viel mehr Sorge mache ich mir um die Frauen. Na, warte ab, bis ich die in die Finger kriege. Ich werde auf Karins Hintern meine neueste Interpretation der Funkensonate schmettern. Glaubst du nicht, dass ein
bisschen Diplomatie angebrachter wäre? Diplomatie? Ja. Ich zeig dir mal meine Diplomatie. Mach sofort die Tür auf oder ich trete sie an. Hey, das ist meine Tür. Und? Ich warne euch zum letzten Mal. Beruhige dich bitte. Ich bin ruhig. Ich bin ganz ruhig. Bernie, jetzt halt mal die Luft an. Wenn hier jemand hat Grund, wütend zu sein, dann sind Karin und ich das. Ihr wolltet uns austauschen wie Bierdeckel. Was? Jawohl. Geben wir den Äffchen ihre Bananen. Was? Hm? Ihr habt uns belauscht? Das ist der übelste Vertrauensbruch, von dem ich je gehört habe. Dass ich nicht lache. Wer weiß, was uns geblüht hätte, wenn wir nicht zufällig deinen sauberen Plan mitgekriegt hätten. Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, dass diese bescheuerte Idee funktioniert hätte. Na, ich hatte da schon meine Zweifel. Ja, so ist recht. Fall nur deinem Maestro wieder in den Rücken. Übrigens, wenn ihr es genau wissen wollt, es war Tims Idee. Nein, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Schon gut, haben wir alles mit angehört. Was? Ja, haben wir gehört, dass er dir Vorschlag gemacht hat mit Karin, aber nur weil er genau wusste, dass sie geht nie mit dir in Bett. Was? Und übrigens, großer Maestro, haben wir noch etwas gehört. Weißt du was? Er hat mir erzählt, dass du in seinem Auftrag geantwortet hast auf meine Annonce. Was? Also, ist das wahr? Also, sagen wir mal so, es war ein kleines Versehen. Ein kleines Versehen? Weißt du was? Ich zeig dir jetzt auch mal ein kleines Versehen. Du wirst doch keinen Brillenträger schlagen. Du trägst überhaupt keine Brille. Ja, aber Kontaktlinsen, das ist dasselbe. Nur fast. Halt sofort auf! Schade. Was? Na, eine hätte er schon verdient gehabt. Danke, das merke ich mir. Schluss jetzt. Ich weiß, ihr beide liebt euch, aber seit ich hier bin, ihr immer nur streitet. Bin ich hierher gekommen, weil ich gehofft habe, treffe ich einen netten, freundlichen Mann? Na, habe ich mich getäuscht? Nein, Natascha, ich meine, wir hatten doch noch gar keine Möglichkeit, uns näher kennenzulernen. Und trotzdem, du wolltest mich eintauschen. Ja, aber nur weil Bernhard gesagt hat, dass ich sonst nicht an dich rankomme. Schleimer! Du hältst dich da raus. Bitte, Natascha. Gib mir noch eine Chance. Nicht. Nehme ich morgen erste Zug. Und ich nehme noch einen Zug früher. Scheiße! Na, die sind wir endgültig los. Ach, was? Wir müssen uns nur irgendwas einfallen lassen. Och, lass mich bloß mit deinen glorreichen Ideen in Ruhe. Bitte, du glaubst, dir fällt etwas Besseres ein? Bitte sehr. Oh ja? Oh ja, ich hab da was. Pass mal auf. Ich soll doch Psychiater umschulen. Allein hier würde ich mich dann dumm und dämlich verdienen. Ja, hallo, nur Papa, ich bin's. Ja. Nee, ja. Ich habe ein kleines Problem mit mir. Ob's so tropft? Nein. Es sprudelt. Kaputter Didi, hä? Nee, Bibel? Bis zu den Knöcheln? Nein. Drüber, ja. Okay, einfach die Hauptleitung abdrehen, ja. Ich kann sie nicht finden. Ja. Okay, im Keller neben dem großen Rad. Ja. Ja, okay. Dann suche ich nochmal. Ich melde mich nochmal, ja? Okay, ciao. Stell die Kommission an. Konventionell. Es ist eine altbewährte und konventionelle Methode. Das ist der blödste Plan, den ich je gehört habe. Ich möchte wissen, warum ich diesen Unsinn mitmache. Weil wir nur deinetwegen so tief in diesem Schlamassel sitzen. Findest du es nicht ein bisschen schäbig, nur eine Rose? Und wenn es dir nicht passt, kannst du ja selber welche kaufen. Moment, da wird er mal noch fragen dürfen. Fertig? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir den Text noch mal überarbeiten. Dir ist doch auch nichts Besseres eingefallen. Ach. Jetzt komm, auf drei, ja? Auf drei, ja. Aber ich dirigiere. Ja. Was ist? Ihr kleinen Häschen, seid wieder lieb, haut uns aufs Näschen, Schuld war der Trieb. Ach, seid uns doch nicht mehr gram, und von jetzt an
sind wir ganz zahm. Was soll dieser Unsinn? Na, hör mal. Wir wollten uns entschuldigen. Es tut uns leid. Etwas noch Kindischeres ist euch nicht eingefallen. Also wir dachten, es gefällt euch. Wer hat gedichtet, diese Blödsinn? Ja. Ich meine, es war gewissermaßen... Eine Gemeinschaftsproduktion. Genau. Da, ihr müsst euch einfallen lassen, etwas viel Besseres. Genau. Bravo! Deinetwegen haben wir uns erniedrigt und demütigen lassen. Und wofür? Für nichts! Ja, okay, ich gebe zu, meine Idee hat uns auch nicht weitergebracht. Bist du jetzt zufrieden? Zufrieden bin ich erst, wenn Karin wieder bei mir ist. Es wäre realistischer, wenn du dich langsam ans Single-Leben gewöhnst. Klappe! Überleg dir lieber, wie du deine Natascha kriegst. Ach was, jetzt ist es plötzlich wieder meine Natascha? Jetzt hör doch endlich auf zu streiten. Wenn wir unsere Frauen zurückerobern wollen, dann müssen wir zusammenhalten. Ja, also schön, was schlägst du vor? Wir könnten sie ignorieren. Das trifft ihre Eitelkeit. Fantastisch! Sie sagen nichts und wir hören nicht zu. Okay, okay. Was gibt es denn sonst? Wir könnten ein Gedicht aufsagen. Oh nein, bloß nicht. Du hast doch gerade vorhin gesehen, wie beeindruckt sie von deiner Lyrik war. Ja, aber ich kenne eins und das hat meiner Großmutter zum Beispiel immer sehr gut gefallen. Ach. Ich bin klein. Mein Herz ist rein. Meine Hose ist schmutzig. Ist das nicht putzig? Ganz toll. Und zur Belohnung durftest du ihr wahrscheinlich beim Gebissreinigen zusehen, ja? Da habe ich ein viel besseres. Pass mal auf. In meinem Zimmer rußt der Ofen. In meinem Herzen rußt nur du. Sehr schön. Ha! Ich hab's. Wir werden sie da packen, wo sie am empfindlichsten sind. Ich möchte nicht wissen, was du dir jetzt schon wieder hast einfallen lassen. Es ist ganz einfach. Stell dir vor, ein Einbrecher findet die Frauen allein und hilflos im Haus vor. Er bedroht sie, sie fürchten sie zu Tode. Plötzlich erscheinen wir, überwältigen den Übeltäter und jagen ihn in die Flucht. Die Frauen werden uns als Helden feiern und uns anbeten. Du vergisst nur eine Kleinigkeit. Wir haben keinen Einbrecher. Doch. Was? Ja. Wo? Hier im Haus. Was? Wo ist der Kerl? Sei doch nicht so begriffsstutzig, ich rede von dir. Was? Es ist ganz einfach und völlig ungefährlich. Du spielst den maskierten Einbrecher, bringst die Frauen ins Wohnzimmer und jagst ihnen ein bisschen Angst ein. Dann erscheine ich. Wir kämpfen zum Schein und schließlich ergreifst du die Flucht. Ich hinterher. Ja, wunderbar, und genau. Und du bist wieder der Held und ich der Dumme. Ja, aber überhaupt nicht. Du wirst die Beute zurückbringen. Ich werde allen erzählen, dass der Einbrecher auf mich eingestochen hat. Doch dann kamst du und hast deinem Maestro das Leben gerettet. Und schon haben wir unser Happy End. Glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Ja, aber natürlich. Was soll denn da schon passieren? Ich sage es nicht hundertprozentig, sondern 150%ig sicher. Ja, und warum muss ich den Einbrecher spielen? Na, weil Karin meine Stimme auch erkennen würde, wenn ich sie verstelle. Dich kennt sie noch nicht so gut. Puh. Also schön, ich meine, es hört sich ja relativ einfach an. Das ist es auch. Es kann überhaupt nicht schief gehen. Außer Natascha hat den schwarzen Gürtel in Karat. Unsinn! Den einzigen Gürtel, den dieses Mädchen hat, das ist ihr Keuschheitsgürtel. Und den wirst du ihr heute Nacht abnehmen. Ja, und wenn doch was schief geht. Ach, mach dir keine Sorgen. Sollte tatsächlich wieder erwarten, irgendetwas Unvorhergesehenes passieren, dann rufst du einfach Hasenfuß! Und dann komme ich und hau dich raus. Hasenfuß? Nee, das ist mir gerade so eingefallen. Na, und jetzt los, geh in die Küche und hol dir ein Messer. Achso, wieder, ja. Was willst du denn damit? Na, wir müssen dich doch maskieren.
meine Beine? Ach so. Sehr gut, ja. Nicht. Was denn? Du brauchst unbedingt andere Klamotten. Draußen im Gartenhäuschen, da sind doch alte Sachen. Sehr gut. Na los. Ja. Also gut, hört zu, ihr... Na, nun keiner da? Bernhard? Dim? Komisch. Ich hab sie doch gerade noch gehört. Vielleicht wir haben uns getäuscht. Unmöglich. Hier ist etwas faul. Wie kommst du darauf? Ich kenne Bernhard. Okay, vielleicht wir haben doch zu grob reagiert auf Sternchen. Ich bitte dich. Für den Bock, den Bernhard geschossen hat, lasse ich mich doch nicht mit einem albernen Liedchen abspeisen. Nein, nein, nein. Ein Diamantring muss schon drin sein. Oh, da kommt Tim billiger weg. Mir reicht ein Ehering. Oh, Schätzchen. Ich rede von einem Ehering. Mit einem großen, funkelnden Brilli obendrauf. Mir ist Schmuck nicht so wichtig, Karin. Ich wünsche mir einen Mann, der mich trägt auf Händen. Na, das möchte ich Bernhard dann doch nicht zumuten. Und das ist schon mit dem Rücken. Weißt du, vergleiche ich Mann immer mit Auster. Hast du große Mühe, dass du knackst harte Schale, aber hoffst du immer, dass darin ist Perle. Und alles, was du findest, ist geschmackloses Muskeldürchen ohne Herz und Hirn. Aber ich glaube, Tim könnte sich erweisen als Perle. Ja, ich glaube, Tim ist Perle. Bestimmt. Und ob du es glaubst oder nicht, sogar die Auster Bernhard hat ein Perlchen. Ein winzig kleines zwar, aber immerhin. Man muss nehmen, was man kriegt. Und beherrscht. Oh, ihr seid hier. Lasst euch nicht stören. Ich lege mich nur ein bisschen hin. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Wo ist Tim? Der vertritt sich im Garten ein bisschen die Beine. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Was ist los mit ihm? Ich habe keine Ahnung. Aber mein Gefühl sagt mir, wir werden gleich eine Überraschung erleben. Hände hoch, das ist ein Überfall! Was wollen Sie? Rück die Kohle raus, Puppe! Meine Tasche ist im Schlafzimmer. Meine auch. Ja, dann los, dann holt sie! Hört's bald! Okay. Na los! Los! Geschwind, geschwind! Okay. Jetzt sollt ihr sie auskippen! Also hier, das, was soll das denn? Wer habt ihr hier liegen? Was ist hier auf die Messe? Oh, es tut mir leid, ich wollte ja gar nicht... Maul halten! Hände hoch! Hinsetzen! Rüberrutschen! Los! So, und jetzt... her mit dem Schmuck! Also, ich trage nur Modeschmuck. Und das ist alte Familienerbstück. Das ist mir doch egal, Püppchen. Gib mir jetzt die blöde Kette. Hol sie dir doch, wenn du dich traust. Ich will deine Kette ja gar nicht mehr, weil die ist gar nicht schön. Ah, sie ist jetzt zu gut für meine Kette. Was? Oder? Nein, ich kann doch nicht... Maul halten! Und jetzt... Hasenfuß! Wie bitte? Maul halten! Hasenfuß! Geht es Ihnen nicht gut? Maul halten, habe ich gesagt! Hasenfuß! Ich glaube, er ist entlaufen aus Anstand. Vielleicht bricht er da ja auch wieder ein. Hey, ich hab das gehört. Jetzt werd mal los, nicht frech, sonst passiert nämlich was. Okay, was denn? Ja, was denn? Ja, das ich könnte euch töten und vergewaltigen. Andersrum. Was? Zuerst vergewaltigen, dann töten. Maul halten, sonst schneide ich euch nämlich die Ohrläppchen ab. Vorher oder nachher? Was? Bevor Sie uns vergewaltigen und töten oder nachdem Sie uns vergewaltigen und töten? Was? Oder nachdem Sie uns vergewaltigt haben und bevor Sie uns töten? Nein. Maul halten! Ihr macht mich doch ganz verrückt! Passt mal auf, ich werde euch sonst eine Lektion erteilen und dann... Was ist denn hier los? Wir wurden überfallen. Nein. Doch, aber du kommst
kommst mal wieder wie üblich zu spät. Ja, aber Charlie hat geschlagen, die Einbrecher in Flucht. Ja, wo ist er denn jetzt? Na, hier bin ich. Nicht Sie, wo ist der Einbrecher? Er ist gerade davon gerannt. Was? Wo willst du hin? Ja, ihm nach natürlich. Nicht nötig. Er hatte es so eilig, dass er sogar seine Beute hier vergessen hat. Ja, ich kann unmöglich dulden, dass so ein Krimineller zwei unschuldige Frauen terrorisiert. Das fällt ihm aber früh ein. Oh, Charlie. Ja. Sie waren einfach wunderbar. Ah, oh, naja, hätte doch jeder gemacht. Ne? Aber Sie haben es gemacht. Ja. Sie sind ein Held. Nein. Sie sind unsere Rettung. Nein. Ja. Moment. Ja. Unser Einbrecher hat sogar da gelassen eine Schuhe. Der erste Einbrecher, der sogar etwas hier lässt. Charlie. Ja. Würden Sie uns lassen, einen kurzen Augenblick allein Sie verstehen, der Schock. Ja, klar, kann ich verstehen. Ich, wenn was ist, dann rufen Sie einfach, ja? Machen wir. Okay. Das werden wir. Vielen Dank. Ja, Moment, ich... Oh, kommen Sie, Charlie. Ja. Ich halte Ihnen Ihr Rohr. Ja. Gegen den Schockerkock, ja? Ich... Fällt dir an dem Schuh von unserem ersten Schusser etwas auf? Was? Oh, dass er Schweißfüße hat? Jetzt kommt dir der Schuh nicht irgendwie bekannt vor. Sollte er? Ich glaube, es ist Schuh von Tim. Nein. Tatsächlich. Aber das heißt ja dann, dass... Tim war der Einbrecher. Naja, zumindest würde es das komische Verhalten des Einbrechers erklären. Bin mir sicher, die beiden haben sich ausgedacht, um uns zu beeindrucken. Und dann ist Charlie aufgekreuzt und hat den beiden ihre Nummer verdorben. Und ich weiß auch, auf wessen Mist diese Idee gewachsen ist. Bernie? Genau. Also, das ist doch wirklich das Letzte. Das war... Na, bin ich gespannt, was kommt jetzt? Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es hat ihn erwischt! Oh, Bernhard! Oh, was ist passiert? Ich habe den Kerl noch erwischt und rang ihn nieder. Aber dann hat er mich plötzlich mit dem Messer am Bauch erwischt. Nein! Doch! Du kannst dich bei Tim bedanken, dass ich überhaupt noch lebe. Ach, hör doch auf. Bevor der Kerl erneut zustechen konnte, war Tim über ihm und hat ihn niedergeschlagen. Sonst wäre ich jetzt schon bei Brahms oder Beethoven. Oh, Tim, du bist ein Held. Ja, ich bin auch ganz schön in die Mangel genommen worden. Ich kann dich beruhigen, Tim. Dieser Idiot, er wurde dafür vom Klempner verprügelt. Ja, ich weiß. Und wo ist dieser Verbrecher jetzt? Er konnte flüchten, der Feigling! Och, du Armer! Tut sehr weh! Ja, halb so wild! Wo hast du denn dein Hemd gelassen? Gestohlen! Na, was denn nun? Das, beides! Zuerst hat er es vom Kampf zerrissen und dann hat er es mitgenommen. Aber was will er denn mit einem zerrissenen Hemd? Was fragst du mich? Ich verblute und du interessierst dich nur für mein Hemd. Entschuldige, mein Liebling. Komm, ich mache dir einen sauberen Verband. Nein. Warum nicht? Weil sonst die Gedärme rausquellen. Was? Natascha, ruf sofort einen Arzt. Oh ja! Nicht nötig! Ja, nicht nötig! Wir quälen die Gedärme raus und du sagst, das wäre nicht nötig? Ja, es ist... Es geht zu Ende mit ihm! Was? Bernhard! Oh, aber Tim, versteh nichts davon. Ich werde es schon schaffen. Du kennst doch meine bärenstarke Konstitution. Oh mein Schatz, du darfst nicht sterben. Ich werde es versuchen. Aber sollte es doch schlimmer sein als erwartet, sollst du wissen, dass ich dir alles verzeihe. Ich danke dir. Warte, mein Schatz. Ich hole dir nur schnell einen kalten Waschlappen. Gern. Oh, Jean, du musst auch haben so schreckliche Schmerzen. Ja, ich hab ganz schön was abbekommen. Oh, das glaube ich dir. Aber weißt du was? Habe ich schöne große Trost für dich. Oh, wirklich? Oh, ja. Deine Schuhe. Ah, danke.
Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Ganz genau, hast du verloren. Hinter der Couch. Stimmt, vorhin als... Genau, vorhin aus. Natascha! Jetzt! Was zum Teufel? Was ist denn, mein Liebling? Oh, jemand hat mich gehauen. Aber nein, das hast du nur geträumt. Du hast bestimmt Fieber. Ja, sicher, ja. Ja. Sollte ich tatsächlich den Weg zum letzten großen Konzert gehen, sei nicht traurig. Nur vergiss mich nicht. Bestimmt nicht. Ja, danke. Untersprich mir, dass du mir unseren lächerlichen kleinen Streit verzeihst, damit ich in Frieden sterben kann. Aber natürlich, mein Schatz. Ich werde dir alles verzeihen. Bis auf eines. Was du mir an Intelligenz zutraust. Da, du Ketchup-Invalide! Was ist denn das? Sie wissen alles. Ja, warum denn wohl? Ja, warum denn wohl? Ja, warum denn wohl? Weil unser Mister Herr 150%ig uns auch tiefer in den Schlamassel geritten hat. Mein Plan war perfekt. Du hast es vermasselt. Was? Du bist doch nicht gekommen, als ich dich gerufen habe. Ich hab dich nicht gehört. Was? Du hast mich nicht gehört? Ich habe mir die Lunge aus dem Leib geschrien. Ich saß gerade auf dem Töpfchen. Ach so, weil unser Maestro Blähungen hatte, musste ich mich vom Klempner verprügeln lassen. Ich hatte Schmerzen. Was glaubst du denn, was ich jetzt habe? Aber weißt du was? Ich habe jetzt auch einen Plan. Und der ist nicht nur 150%ig, sondern 200%ig. Komm jetzt her. Ja. Oh, jetzt ja. Entschuldigung, ich dachte, ich bin Einbrecher. Was wollen Sie überhaupt schon wieder hier? Ja, ich habe ein kleines Problem mit mir. Was für ein Problem? Ja, ich wollte die Feuerwehr anrufen, dass sie den Keller auspumpt. Ja. Was? Kaputter Digi. Mein Gott, gehen Sie endlich! Ja, dann mach ich jetzt Feierabend und dann komme ich morgen wieder, wenn die Feuerwehr das ganze Schlallermassel ausgepumpt hat. Ja. Okay, Bibi Papa. Hä? Bis bald, ja? Diem. Bist du ein Engel? Bin ich dein Engel? Natascha? Diem. Ach du. Das heißt, du willst mich noch immer? Wo bin ich solche Tollbatsch zweite Mal? Natascha, ich liebe dich. Und ich liebe dich, Tim. Und jetzt? Du musst mich küssen. Ach so. Was ist denn hier los? Das siehst du doch. Der ist ihm denn nicht mehr böse? Doch, sie beißt ihm gerade ganz furchtbar in den Kopf. Und du, bist du mir noch böse? Ich bin mir nicht sicher. Aber Liebes, ich habe das doch alles nur getan, damit du wieder zu mir zurückkommst. Warum sollte ich? Weil ich dich mag. Das genügt nicht. Warum? Du weißt warum, sag es. Also schön, ich liebe dich. Ich hab dich nicht gehört. Ich liebe dich. Ich habe dich noch immer nicht verstanden. Verdammt! Ich liebe dich! Bist du jetzt zufrieden? Fast. Weiter? Was weiter? Weiter. Na schön. Du hast gewonnen. Ich liebe dich. Willst du meine Frau? Wann? Mein Gott, bist du nicht traurig! Wann? Nächste Woche Samstag, so gegen 4. Wo kriege ich jetzt einen Kuss? Den schönsten deines Lebens. Warum hast du mich nicht schon früher so geküsst? Warum hast du mich nicht schon früher gefragt?
Na, ihr zwei, wann läuten denn bei euch die Hochzeitsglocken? Ach, weißt du, ich glaube, wir bleiben erstmal so zusammen. Wer heiratet schon freiwillig?